Zum neuen Podcast-Format, zum Bedürfnis-Check, dem Community-Podcast, den wir live in der Community aufnehmen. Das heißt, wenn ihr in der Community seid, könnt ihr dabei sein und live diesen Podcast beeinflussen. Und diesmal nicht nur als Gast, sondern mit Jens Eichert. Danke, Nicole. Ich wollte es gerade erwähnen. Aber schön, dass du es dann selber machst, dass es nicht mehr dein Podcast ist, bei dem ich zu Gast bin, sondern unser Podcast. Ich freue mich sehr. Ich mich endlich. Auch. Endlich habe ich es geschafft. Ja, da immer alles ein lachendes und ein trauriges Auge, ne? Also mein Podcast ist ja jetzt auf Eis gelegt. Ja. Dafür gibt es jetzt diesen Podcast, genau. Er geht in den Entwicklungsschlaf vielleicht. Von mir so nennt den Entwicklungsschlaf. Aber dafür gibt es ja den Podcast und genau. Eine Tür schließt sich und eine andere Tür geht auf. Ja, genau. Man muss etwas loslassen, um etwas Neues nehmen zu können. Komm, jetzt holen wir alle Sprüche raus, die wir so kennen. Genau. Weil das passt sowieso heute zum Thema. Wir haben das Thema Glück. Und das ist ja eh so ein Thema, das im Mainstream ja, ne, da passen ja alle Sprüche dazu, die man sich so vorstellen kann. Ja. Mach dies, mach das, du musst nur dies und musst nur das. Und deswegen haben wir uns das auch vorgenommen, weil wir ja auch öfter mal von Glück sprechen, aber in einer anderen Art und Weise. Ja. Und deswegen war uns das so wichtig, den ersten Podcast über dieses Thema zu machen. Dass, falls ihr das Wort Glück hört, dann hat das nichts damit zu tun mit diesem Mainstream. Du musst immer happy sein und immer glücklich und immer gute Laune haben. Sondern, wir meinen eben etwas anderes damit. Da habe ich vorhin auch drüber nachgedacht noch, kurz nachdem ich aufgewacht bin, wo ich natürlich ja wusste, dass wir das Thema ja heute nehmen, da habe ich so auch gedacht, dass es so Glück hatte für mich früher immer so was Zufälliges. Also so, man hat halt Glück gehabt. Also das war immer so, Glück kannst du halt nicht beeinflussen. Das war immer so mein Gedanke dazu, wenn es irgendwie um Glück ging, dass man irgendwie in irgendeiner Form Einfluss auf Glück hat, war mir als Kind gar nicht so bewusst oder auch noch im späteren Leben so. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren erst total geändert, dass ich in Situationen, aber da kommen wir gleich noch drauf, inwiefern man es halt beeinflussen kann, ne? Wie ich mittlerweile auch den Einfluss darauf nehmen kann. Und auch passend zu dem Tag heute, Tag der Aufnahme ist nicht unser Hochzeitstag hier heute. Ich bin hier, wie ihr das seht, es ist ja nicht mein Büro hier. Wer die anderen Podcasts von uns schon verfolgt hat, wird das ja erkennen, da sieht es ja ein bisschen anders aus. Und ich bin sehr glücklich, heute hier sein zu dürfen mit meiner Frau. Die ist allerdings gerade im Nebenzimmer. Und das ist für mich ein total großes Glück. Das unter anderem. Ja. Und damit dir hier natürlich noch aufnehmen zu können. Das muss ich jetzt noch erwähnen. Und dass es technisch auch möglich war, das alles hier so zu machen. Also es war eine kleine Herausforderung, aber es klappt. Genau, und das hast du selber geschaffen. Das ist dir nicht zugefallen, dieses Glück. Genau, ja. Ja, es kommt immer darauf an, wie man Glück versteht, ne? Und ich habe das Gefühl, dass oft Glück verstanden wird, eben mit diesem, du musst immer gute Laune haben, ne? Immer happy. Und ich habe das Gefühl, dass das Menschen noch mehr unter Druck setzt. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss immer gut gelaunt sein, bin es aber gerade nicht, vielleicht gerade eine stressige Situation ist oder weil wir halt einfach Menschen sind, die manchmal wütend sind oder traurig sind oder enttäuscht sind oder was auch immer. Und dann das Gefühl zu haben, ja, aber ich muss ja immer glücklich sein, ich muss ja immer happy sein, weil das wird mir ja immer suggeriert, setzt mich ja dann noch mehr unter Druck und macht mich ja noch unglücklich. Ja. Also so dieses Ist und was ich haben will, aber das passt einfach nicht zusammen. Genau. Und da verstehen wir eben was anderes drunter, ne? Also es geht so darum, auch die ganze Bandbreite ja auch abzudecken, ne? Auch, du kannst ja auch glücklich sein, während du wütend bist oder während du traurig bist. Also ja, je nachdem, wie man eben mit diesen Gefühlen halt umgehen kann, ne? Das ist, also es kann ja manchmal auch sehr leicht dann sein, wütend zu sein. Also ich konnte es früher nicht gut und ich bin auch heute sehr, sehr selten wütend, muss ich sagen, weil ich
mit solchen Situationen irgendwie anders umgehe, glaube ich, als andere. Aber es hat was Befreiendes, natürlich, wenn man so in dieses Gefühl reingeht, die Emotion auslebt, in dem man dann gerade steckt, dann ist es in mir so, ja, jetzt ist es durch, ja, jetzt habe ich es gesagt. Und auch so Angst, also vor irgendetwas Angst zu haben und das dann überwunden zu haben. Das ist ja auch ein großes Thema bei uns in der Agentur, wenn wir auch die Ausbildung machen, das zu verstehen. Warum blockieren einen gewisse Dinge? Warum tut man es nicht? Das zu erkennen, bewusst dann reinzugehen in diese Überforderung dann auch, nach dieser Komfortzone rauszugehen, das dann durchzustehen, das hinter sich zu bringen, zu reflektieren und dann, wow, zu merken, krass und stolz auf sich zu sein. Gut, dass sie das gemacht hat, ich bin wieder ein Stück weitergekommen. Nächstes Mal geht es wahrscheinlich ein kleines bisschen leichter. Und man fühlt sich total glücklich. Und dann checkt man kurz ab, woran liegt das denn jetzt eigentlich? Das habe ich gerade vor 2 Tagen auch bei Insta gefragt. Also woran denkst du eigentlich häufiger daran? Warum geht es mir gerade schlecht oder warum geht es mir gerade gut? Und alle, die daran teilgenommen haben, haben gesagt, ja, warum geht es mir gerade schlecht? Aber zu erkennen, warum es einem gerade gut geht, ist eine gute Idee, das immer mal wieder zu machen. Ja, und es geht ja auch darum, ne, weil du hast gesagt, in die Wut reingehen, aber nicht erst dann, wenn es eigentlich schon zu spät ist, ne? Also oft werden die Gefühle ja dann unterdrückt, unterdrückt und dann Ja. kommen sie hoch und dann kann ich es aber nicht mehr kontrollieren und dann schießt es einfach so um sich. Und mit Glück, Genau. so wie Jean-Paul das ja auch definiert, ist ja die Kontrolle zu behalten, ne, eine Situation im Griff zu behalten, sich selber im Griff zu behalten. Das heißt, wenn wir jetzt das Beispiel Wut nehmen, die Wut dann ansprechen, wenn sie halt noch klein ist, nicht erst, wenn Ja. sie dann riesengroß ist und ich es dann nicht mehr Ja. kontrollieren kann, weil dann bin ich nicht glücklich. Wenn ich dann Sachen gemacht habe, die ich eigentlich nicht machen wollte, andere verletzen, ne, oder irgendwas kaputt machen, aber weil ich es nicht im Griff hatte, weil ich nicht die Kontrolle behalten habe, dann, ne, Ja. macht das mich ja nicht glücklich. Aber in dem Moment zu sagen, boah, das hat mich jetzt wütend gemacht. Also damals, ich hatte neulich erst so eine Situation, wo ich dann gesagt habe, boah, du machst mich jetzt einfach wütend. Und dann war aber so, oh, ja, Entschuldigung, das wollte ich gar nicht, ich wollte dir eigentlich nur helfen, ne? Aber so, nee, du Ja. hast deine Grenze überschritten und das macht mich gerade wütend. Und dann war so, okay, sorry, wollte ich nicht. Ich wollte dir eigentlich nur helfen, aber alles gut. Und dann haben wir uns in den Arm genommen, es war gut. Weißt du, es war echt so, es ist nicht ausgeartet, es war alles völlig im Griff. Und das gibt dir dann ein gutes Gefühl und macht dich glücklich, ne? Obwohl du Ja. einem negativen Gefühl, ne? Ich meine, die Gefühle ja auch nicht negativ, Ja. aber in der Gesellschaft werden die oft so negativ gesehen. Letztendlich zeigen sie dir ja einfach nur, hey, da ist irgendwie ein Bedürfnis gerade nicht, ne, befriedigt. In dem Fall, Oder ne? überlastet oder wie auch immer, Genau. ja. Mein Bedürfnis nach Sicherheit oder Selbstverwirklichung war das in dem Fall, ne? Weil das ist hier mein Raum, den will ich gestalten. Ich möchte nicht, dass jemand reinkommt und mir sagt, wie ich die Sachen machen muss. Ja. Na, und dann kommt, und wenn man das dann macht und kontrolliert, dann ja, ist man eben glücklich, so wie wir das Ja. definieren. Ja, finde ich auch, also mich bereichert das auch insofern. Wir sprechen ja auch immer wieder ja von dem Thema, ne, die Kontrolle ja zu behalten. Und das kenne ich bei der Arbeit auch nur zu gut. Da in der Kinder- und Jugendhilfe geht es ja sehr häufig natürlich um die Klienten, logischerweise. Aber es sind ja sehr oft auch Dinge, die dann vielleicht so intern, ne, mit Kolleginnen und Kollegen stattfindet, wo ich selber dann aber auch merke, wenn ich da mal alleine bin, womit setze ich mich eigentlich gerade auseinander? Also warum geht es mir jetzt gerade schlecht, beziehungsweise warum bin ich jetzt gerade so sehr belastet? Womit komme ich jetzt gerade nicht klar? Und das geht mittlerweile so schnell, dass ich das merke. Also A, registriere ich erstmal, irgendwas ist mit mir gerade, es fühlt sich irgendwie schwer an, es fühlt sich irgendwie so zäh an, mein Denken funktioniert gerade nicht so. Beim Denken ist es häufig so, dass es eher aufgrund von Schlafmangel ist oder eine allgemeine Überlastung, weil ich zu viele Dinge tue, das ist dann gar nicht so konkret. Außer beim Schlaf, da kann ich vielleicht was dran machen. Aber so diese anderen Themen, wenn es einfach zu viel ist, dann kann man das nicht so richtig clustern, so, okay, was mache ich denn jetzt? Dann weiß ich nur im Allgemeinen, muss man ein bisschen runterfahren. Das hilft mir dann auch immer schon mal. Und ansonsten ist das so ähnlich wie beim Stressmanagement eigentlich, wo wir dann ja auch wissen, ja, dann ist es halt eine Überlastung und dann bist du im Hochstresslevel und da musst du erstmal runterkommen, um überhaupt erstmal in die Handlungsfähigkeit wieder zu kommen. Und so mache ich das eben auch mit den Bedürfnissen und das geht mittlerweile so schnell, dass ich reagieren kann, dass ich weiß, wow, irgendwie ist das gerade total krass irgendwie und ich kann konkret irgendwo Einfluss drauf nehmen. Und zack, habe ich die Kontrolle schon mal wieder. Und allein das macht mich dann schon glücklich, das erkannt zu haben. Ja, da passt ja auch der Post dazu, den ich gestern gemacht habe. Also vielleicht habt ihr es gesehen. Also ihr seht es ja erst in der Woche.
wenn ihr nicht in der Community seid, so. Und da war ich ja richtig, richtig fertig, weil mein Kind krank war, ne, nachts erbrochen hat und Halsweh. Und dann habe ich nachts Tee gekocht und war halt echt überhaupt nicht, hatte, also da Sehr hatte fett ich keinen gefühlt, als sie das Einfluss gelesen haben. darauf, mehr Schlaf zu bekommen. Ja. Also es hat mir einfach Schlaf gefehlt und ich hatte aber dann ein Meeting und wollte das nicht absagen, weil es einfach wichtig war. Wir mussten wichtige Entscheidungen treffen und so. Und dann saß ich da wirklich fertig. Ich habe mich das erste Mal auch tatsächlich erst im Zoom gesehen, wo ich da total über der Haare kreuz und quer da schnell einen Zopf gemacht. Und dann hatte ich da echt noch so ein Foto gemacht, weil ich dachte, das passt irgendwie so gut, weil ich es halt super schnell abchecken konnte. So, okay, was ist jetzt wichtig? Ne? Wichtig ist das Bedürfnis Gesundheit, dass mein Kind gerade irgendwie, ne, Ruhe hat, der hat dann ein Märchen gehört, ne? Der ist dann natürlich nicht in die Schule gegangen. Und wichtig war mir für mich eben Selbstverwirklichung, ne, dass ich diesen Termin wahrnehme, weil mir das eben wichtig war. Und alles andere, ne, wie jetzt die Küche aussah, jetzt, ne, das war in dem Moment halt nicht wichtig. Ne? Also dieses Prioritäten setzen, um das alles jetzt erstmal in den Griff zu bekommen. Und ich war trotzdem glücklich, obwohl ich super fertig war, war ich glücklich, dass ich diesen Termin wahrgenommen hatte, ne, dass mein Kind da versorgt war. Und genau, also, ne, so dieses komplett andere Bild, wie ich muss immer so sein. Also wenn ihr jetzt den Podcast nur hört, so dieses übertriebene, mir geht's super Ja. gut, alles cool. Ja, es war alles cool, aber ich war trotzdem fertig und sah eben nicht so aus. Wobei ich sagen muss, wobei das ist ja wieder schwierig, wenn ich sage, du hast aber trotzdem gut ausgesehen, ich habe keinen großen Unterschied zu sonst gemerkt, dann könnte es natürlich auch wieder rum, je nachdem, wie man das sehen möchte. Jetzt. Na, danke. Vielleicht sage ich es lieber einfach gar nicht. Ja. Jetzt hast du es schon gesagt, Ja, ist zu das spät. wär, ja. Und noch in einem Podcast. Alle haben es gehört. Ja, Alarms gehört. Ja, ich hatte auch eine Situation bei der Arbeit gehabt, das passt da auch zu. Und zwar hilft mir dabei, auch mein Selbstwert oder meine Selbstsicherheit aufzubauen, der Blick auf die Grundbedürfnisse, weil ich das auch vor ein paar Tagen abgecheckt habe bei einer Sache, die ich mit meiner Kollegin besprechen wollte, wo ich erst überlegt habe, ob das etwas vielleicht für die Supervision ist. Habe das auch so schon angeteasert, dass ich da beim nächsten Mal drüber sprechen möchte. Und dann habe ich aber gemerkt, dass mein Bedürfnis nach Sicherheit, das hatte halt was damit zu tun, weil so ein paar Sachen, die wollte ich gerne klären, die haben mich irgendwie verunsichert, war dann halt größer als die Angst davor, was passieren könnte. Und das mache ich mittlerweile jedes Mal, dass ich eben checke, okay, was könnte denn passieren im schlimmsten Falle? Und mittlerweile bin ich so sicher, also ich trage so viel innere Sicherheit in mir, dass ich denke, okay, ich wäre auch auf das Schlimmste, was passieren könnte, was ich dann mir so überlegt habe, wäre ich darauf vorbereitet und könnte darauf reagieren. Das heißt, es gab für mich in dem Moment keinen Grund mehr, das nicht anzusprechen. Und dann habe ich das getan, habe ich mich halt überwunden. Natürlich kostet das ein bisschen Überwindung, ist so ein bisschen, habe es aber angesprochen und es war cool. Es war eine super Erfahrung für mich wieder, dass es funktioniert. Und nicht so wie früher, der Sache eher aus dem Weg zu gehen, sich dann auch mal wieder jemanden zu holen. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass man sich eben keine Unterstützung holen soll. Solche Situationen gibt es natürlich immer und das sollte man natürlich tun, wenn man nicht, so wie ich, in der Situation davon überzeugt ist, dass man es schaffen kann. Also diesen Versuch zu starten, das ist es definitiv wert. Und das hat funktioniert. Und ich fand ja so glücklich und wir beide waren auch total zufrieden damit, dass wir das jetzt so geklärt haben. Und ich finde, es ist auch ein Zeichen von Vertrauen, dass man das dann tut, dass man sowas anspricht. Ich finde, für Beziehungsarbeit ist das auch gerade so, wenn man mit den Kindern und Jugendlichen zusammenarbeitet, dass man dem anderen auch sagt, Mensch, mir geht es gerade mit einer Sache sehr schlecht. Zeigt ja auch dem anderen wieder, wow, die haben auch Gefühle. Ne? Also denen geht es auch mal schlecht, die wissen auch mal nicht weiter, die brauchen jetzt gerade mich. Also ich muss meinen Teil zu diesem Konflikt oder zu der Konfliktlösung beitragen, damit es meinem Betreuer besser geht. Finde ich total super. Ja, das ist auch ganz oft der Eisbrecher bei Jugendlichen, ne? Also, dass man eben nicht den perfekten Pädagogen, die perfekte Pädagogin spielt, sondern dass wir halt auch Menschen sind. Und da hatte ich echt schon Jugendliche, die dann erst, wenn ich mal nicht mehr weiter wusste, wo ich dann gesagt habe, ich weiß einfach nicht mehr weiter. Also, gerade habe ich einen Jugendlichen im Kopf, da haben wir Schule gemacht, die hatten ja so Fernschule. Und ich habe es schon irgendwie 5, 6 Mal erklärt und ich wusste einfach nicht mehr, wie ich es noch anders erklären soll, damit das versteht. Und habe gesagt, boah, ich weiß einfach nicht mehr weiter. Ich weiß gerade einfach nicht mehr, wie ich es noch anders erklären soll. Und dann hat er gesagt, boah, du bist die Erste, die das zugibt. Alle anderen hätten jetzt wieder mir die Schuld gegeben, dass ich zu dumm bin, dass ich das nicht verstehe.
Und das war halt echt so voll der Eisbrecher für die Beziehung. Danach war, ja, war es einfach, ja, war es einfach viel, viel einfacher, weil du nicht mehr diesen Widerstand hattest, sondern weil es dann so ein Miteinander gab, einfach. Ja. Genau, jetzt weiß ich gar nicht, wie wir da drauf gekommen Ja, so Beispiele, Beziehungsarbeit sind. mit den Jugendlichen. Also Genau. solche Situationen, finde ich, sind ja auch immer wieder ein Garant eigentlich dafür, dass man abends mit einem glücklichen Gefühl nach Hause geht, dass man zufrieden ist und die Arbeit halt einen Sinn ergibt. Als dass man sich irgendwie so den ganzen Tag abgeackert hat, hat irgendwelche frustrierenden Amtstelefonate vielleicht geführt, so, die ja nicht weitergeführt haben oder noch mehr Probleme aufgeworfen haben. Und dann fährt man abends so nach Hause und denkt so, wow, wofür mache ich das eigentlich alles? Ne? Weil, und das ist bei mir zum Beispiel, also es gibt ja Menschen, die machen das gerne. Also ich will das in der Form auch gar nicht bewerten. Also ich spreche dann jetzt in der Situation jetzt so von mir. Für mich ist das dann sehr ermüdend, also mir fehlt dann diese Beziehungsarbeit einfach, dieser direkte Kontakt. Das ist für mich dann diese soziale Einbindung. Also Telefonate, Behördentelefonate haben für mich wenig mit sozialer Einbindung zu tun. Das sind dann eher Dinge für Sicherheit und für Sinn. Also wo geht es dann halt weiter? Denken wird auch natürlich bei mir dann angeregt, eher dann allerdings belastend. Aber es kann natürlich immer befreiend sein, wenn dann Dinge geklärt werden. Das kann natürlich auch durchaus sein. Aber ich mache in erster Linie den Job für Beziehungsarbeit mit den Klienten oder auch im Team, für Teambuilding und so. Und wenn dann Tage da gewesen sind, wo solche Situationen, wie ich sie eben beschrieben habe, passiert sind, dann gehe ich total glücklich nach Hause und habe dann allerdings auch wieder die Kraft, wieder für den nächsten Tag vielleicht, um diese anderen Dinge abzuarbeiten, vor denen ich mich vielleicht sonst eher gedrückt habe. Dass so, jetzt habe ich die Power, jetzt habe ich ja, auch den inneren Antrieb, vielleicht die Dinge anzugehen, die mich sonst eher überlastet hätten, wahrscheinlich. Aber ich erkenne es dann. Ja, du bist ja jetzt schon schön durchgegangen, ne, die sechs Bedürfnisse, die einem ja durchaus helfen, das Ganze im Griff zu behalten, ne? Also die Kontrolle zu behalten, ne? Wenn wir sagen, Glück ist eigentlich, dass ich die Sache im Griff habe, dass ich die Kontrolle habe, dann helfen die sechs Grundbedürfnisse einfach super, damit ich das im Griff habe, ne? Also denken, ne? Kann ich überhaupt denken, damit ich überhaupt begreife, was hier los ist, ne? Bin ich gerade im Stande, das alles zu überblicken. Geht es mir körperlich gut, gesundheitlich gut, ne, damit ich überhaupt, ne, reagieren kann, oder liege ich im Bett und kann gar nichts machen? Fühle ich mich sicher? Habe ich diese innere Sicherheit, um das auch anzugehen, ne, um auch aus der Komfortzone rauszugehen, zu sagen, okay, ich spreche das jetzt an, ne, oder ich gehe da raus, um das in den Griff zu bekommen. Hilft mir die soziale Einbindung? Wieso lachst du? Entschuldigung, erzähl jetzt zu Ende, erzähl ich gleich. Hat nichts mit dir zu tun gerade. Okay. Wollte nicht Für rausbringen. meine Sicherheit, ne, hat es was mit mir zu tun? Habe ich irgendwie einen Live-Podcast. Fehler? Da sieht man schon im Chat. Du hast ganz rote Flecken im Gesicht. Nein. Genau, soziale Einbindung. Hilft mir die soziale Einbindung vielleicht, um das in den Griff zu bekommen? Mein Team, ne? Oder habe ich eine gute Beziehung zu den Jugendlichen, zu meinen Klienten, um das in den Griff zu bekommen? Kann ich mich selbst verwirklichen? Kann ich meine Stärken einsetzen? Und natürlich, wie du schon gesagt hast, macht das alles einen Sinn? Also, ne, sehe ich da drin einen Sinn, um dann auch die Kraft und Motivation aufzubringen, um das alles, ne, überhaupt in den Griff bekommen zu wollen und nicht, das kennt ihr auch, wenn man dann super überfordert ist, wie leicht dann zu sagen, boah, ich lasse alles, ne, ich schmeiß alles hin, mir egal, keine Ahnung. Genau. Also klar, so ein Cut zu machen ist natürlich, kann auch mal hilfreich sein, ne? Dass man sagt, so, ich ziehe mich jetzt einfach mal kurz komplett raus, mal aufzudenken über die Sache und dann wieder neu reinzustarten. Das kann natürlich auch manchmal hilfreich sein. Was ich jetzt meinte, halt alles komplett hinzuschmeißen, zum Beispiel dann Ach den Job so, zu okay. kündigen, ne? Ja. Oder zu sagen, Okay. ach komm, wie mit der Agentur, als es so schwierig war mit den Papieren und so weiter, dann zu sagen, Ja. dann mache ich halt, ne? Dann mache ich es halt nicht Ja. so, ich gehe wieder in normalen Job zurück. Das Ja, meine ich, das so dieses stimmt. Ja. alles hinschmeißen und sagen, okay, komm. Ja. Genau. Aber ich bin auch mittlerweile, ich komme gleich auf den Punkt, sehr gut im Improvisieren geworden und auch loszulassen von meinem ursprünglichen Plan. Du kennst mich ja auch schon sehr gut. Du weißt, wie Wert ich auf technische Perfektion und sowas lege. Nicht Dass ich nur das jetzt heute technische. hier, was? Nicht nur Nicht nur technische. technische. Danke. Dann lassen wir das andere doch drin, was ich vorhin gesagt habe. Mit dem Aussehen und so. Ich hatte eigentlich heute auch, ich habe viel mehr Equipment hier mit, ich wollte das eigentlich alles irgendwie anders aufbauen. Jetzt nehme ich dann doch mit dem Smartphone hier auf. Und
Das ist das, warum ich eben gelacht habe. Ich kriege eben eine Push-Nachricht rein. Jetzt schöne Grüße an meinen Sohn, an den Großen. Wie kriegt ihr gerade eine Push-Nachricht hier rein über WhatsApp? Und er fragte, wie viele Löffel Kaffeebohnen er in die Kraft machen soll. Ich musste gerade so lachen. Das war so lustig. Ich sitze jetzt hier so im Hotelzimmer hier und kriege jetzt zwischendurch, während wir den Podcast-Aufnahmen, eine Frage von meinem Sohn, wie viel Kaffeebohnenlöffel, wie viel Kaffeelohn er reinfüllen soll. Das war so lustig irgendwie. Schöne Grüße nach Hause dann. Das erinnert mich daran, wie ich am Anfang Podcast aufgenommen habe, im Zimmer von meinem Sohn, zwischen Spiels, wo ich seine Spielsachen aufeinander gestapelt habe, um das, also die Kamera hinzustellen. Ein Lego-Stativ. Ja, so ungefähr, also alles, was ich so gefunden habe, weil das die einzige Band war hinten, die halt irgendwie, ne, die man halt irgendwie so benutzen konnte. Ja. Und das, ja, hat sich jetzt natürlich geändert, aber. Ja, hat mich gerade Und so daran dazu. erinnert, ne? So. Und trotzdem kannst du guten Content weitergeben und irgendwie, ne, eine gute Sache draus machen, auch wenn es drumherum irgendwie jetzt alles andere als perfekt ist. Ja. Da fällt mir gerade ein zum Thema auch exploratives Verhalten, steckt ja auch drin, ne? Dass man so seine kognitive Landkarte dadurch ja erweitert. Das wäre so eine Punchline, die man vielleicht so Clickbait-mäßig nutzen könnte. Not macht glücklich. Damit möchte ich natürlich nicht Menschen damit irgendwie jetzt zu nahe treten, die wirklich in Not sind. Aber solche Notsituationen, wo man irgendwie das irgendwie jetzt improvisieren muss, helfen einem dabei, mir zumindest, mit der Situation ja umzugehen, um beim nächsten Mal entspannter in eine Situation zu gehen, wo man vielleicht wieder in so eine Notsituation kommt oder irgendwie, ne, ich muss irgendwas improvisieren, dass man halt nicht hinschmeißt, dass ich nicht sage, ey Nicole, ich habe ein Kabel vergessen, ich kann meine Kamera nicht anschließen, wir können den Podcast leider nicht aufnehmen, sondern ich mir jetzt sage, so what, es funktioniert jetzt ja anders, aber es funktioniert und ich gehe jetzt ein bisschen runter mit meinen Ansprüchen und mache wahrscheinlich die Erfahrung, dass es auch funktioniert. Beim nächsten Mal bin ich gelassener und mache mir vielleicht auch nicht so viel Druck, bin vielleicht sogar konzentrierter beim Zusammensammeln des ganzen Equipments und vergesse das Kabel nicht. Oder bin dann eben gut vorbereitet darauf, dass ich dann improvisiere, was dann auch okay ist. Ja, deswegen liebe ich ja unser Modul so sehr, das mit dem explorativen Verhalten. Ja, das ist ja genau das, aus der Komfortzone zu gehen, neue Sachen auszuprobieren, um sich da drin zu trainieren, ne? Für den Fall, dass irgendwas passiert, was du jetzt nicht selber geplant hast und du dann gucken musst, okay, wie gehe ich damit um? Und wenn ich selber von mir aus schon ganz oft da rausgegangen bin aus der Komfortzone und probiert habe, ne, dann kann ich das ja schon, ne? Dann bin ich ja darauf vorbereitet, mit Situationen umzugehen, die neu sind, in der ich noch nicht war, ne? Wo ich erstmal gucken muss, okay, was mache ich jetzt? Aber ich bleibe halt dann einfach ruhiger, ne? Und kann dann erstmal gucken, okay, was mache ich? Und kann das abchecken und falle nicht in so eine Panik, weil ich ja sonst immer in der Komfortzone bin. Und dann passiert was plötzlich und ich weiß gar nicht, was ich machen soll, ne? Und falle dann in Panik und macht dann vielleicht irgendwas total Unüberlegtes oder irgendwie das Gegenteil von dem, was eigentlich helfen würde. Und Ja. das Geile ist ja, das ist so eine Info an alle Menschen da draußen, die auf ihr Äußeres achten. Wir Menschen haben ja so ein cooles Feature, das nennt sich ja Ausstrahlung. Und ich finde Menschen, die Selbstsicherheit mitbringen. Und ich meine jetzt nicht Überheblichkeit, also ich kann alles, ich bin hier der Geilste, sondern Menschen, die sich wirklich innerlich sicher sind, die strahlen das aus. Und ich merke das auch, weil ich mich mittlerweile eben auch zu den Menschen zähle, die zumindest tendenziell sich sehr selbstsicher fühlen. Ich habe immer noch Luft nach oben, aber ich merke, dass sich auch in meinem Umfeld das verändert, dass ich anders wahrgenommen werde, dass selbst an Tagen, wo es mir vielleicht auch nicht ganz so gut geht, dass ich trotzdem mich immer innerlich immer noch so sicher fühle, dass ich das auch benennen kann. Und das gibt meinem Umfeld auch ein gutes Gefühl. Ja, Jens geht es vielleicht heute nicht so gut, aber ich weiß, warum es ihm nicht so gut geht. Also andere müssen sich dann nicht Gedanken machen, warum geht es mir schlecht? Weil gerade im sozialen Bereich haben wir mit vielen Menschen zu tun, die sehr sensibel sind, die spüren das. Aber vielleicht habe ich dann da Menschen, die sich nicht trauen, das auszusprechen. Und ich belaste vielleicht durch mein Gefühl, durch meine Ausstrahlung, durch meine negative Ausstrahlung, die ich vielleicht habe, auch das Gefühl der anderen oder die Stimmung der anderen. Und wenn ich aber sehr selbstsicher bin und wir eben diese gemeinsame Sprache sprechen, auch in einem Team, kann ich das sehr schnell benennen. Und das hat wiederum auch sehr positive Auswirkungen auf ein Team. Ja, und du übernimmst halt selber die Verantwortung, ne? Du schiebst die nicht ab. Du sagst nicht, oh, mir geht's schlecht und keiner fragt mich, wie es mir geht oder keiner macht was, ne? Oder, oh, ist so scheiße im Job und die machen einfach nichts, sondern
du übernimmst selber die Verantwortung und sagst, okay, mir geht's nicht gut, weil du kannst das ja dann. Ich glaube, da ist oft der Punkt, wo es manchen Menschen schlecht geht und die wissen gar nicht warum. Ne? Und dann erwarten sie von den anderen, dass die anderen das wissen sollen, aber können es ja selber gar nicht benennen. Und du kannst es ja selber benennen, kannst sagen, hey, es fehlt mir gerade an dem und dem Bedürfnis. Und wenn es einfach nur Schlaf ist und Nur kommunizierst Schlaf, das Nicole, nur. nur Schlaf. Ja, ich meine, das ist ja einfach zu Ja. analysieren, meine ich jetzt Schlaf. Es gibt natürlich andere Sachen, die schwieriger zu analysieren sind, ne? Wo du dann sagen kannst, okay, da Absolut. erstmal hinzukommen, braucht noch ein paar andere Prozesse, als zu sagen, okay, mein Kind war krank, ich habe nicht geschlafen, deswegen bin ich einfach Tag schlafen. jetzt Ja. müde. Und genau, und dann eben die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, okay, ich tue das oder das. Oder ich kommuniziere das und habe dann trotzdem die Sache wieder im Griff, weil Ja. die anderen Bescheid wissen. Und ich schiebe das nicht ab und sage, ja, aber die Leitung muss, ja, aber meine Kollegen müssen, ja, aber die Jugendlichen müssen doch jetzt. Und nee, also ich muss mich erstmal um mich kümmern, um meine Bedürfnisse oder es zumindest kommunizieren. Ja, und das macht halt was von einem im Allgemeinen. Also das ist so, ich weiß, man wird es wahrscheinlich jetzt auch am Podcast merken. Also ich merke das, wenn ich manchmal so mir Podcasts anhöre oder zumindest mal reinhöre, so von früher, von vor 2, 3 Jahren, da empfinde ich mich dann auch ganz anders. Ich mache das zwar selten, aber ich erinnere mich ja auch noch sehr viel an alte Situationen. Und ich gehe da heute viel gelassener rein. Und so wie wir jetzt heute hier aufgetreten sind, da ist sicherlich ein bisschen Euphorie, Über-Euphorie vielleicht drin, weil es nun die erste Folge ist und alles irgendwie neu ist und wir freuen uns ja einfach darüber. Aber es ist eben auch ganz viel das Thema innere Sicherheit und also glücklich zu sein über das, was man tut. Und mich macht es eben glücklich. Es ist nicht mehr so wie früher, so ja, anderen zu helfen und dann sind die glücklich, also ja, dann sind die glücklich vielleicht auch. Also sie fühlen sich gut, weil ihnen geholfen wurde, sind dankbar und ich kriege dann die Wertschätzung zurück. Und das war für mich immer so, das hat mich glücklich gemacht, habe ich mir so gedacht. Ein Stück weit, ja, hat es das ja auch, aber das war nicht so nachhaltig. Also ich brauchte immer wieder diese Situation, anderen geholfen zu haben, um glücklich zu sein, um mich irgendwie glücklich zu fühlen. Und das ist sehr kraftraubend auf Dauer. Und heute ist es so, dass ich, ja, ich unterstütze ja auch andere, aber ich bleibe im Grunde eigentlich immer bei mir, weil ich gebe den Prozess jedes Mal ab. Ich unterstütze die anderen dabei, sich dann da selber eben zu helfen. Und das macht so viel Spaß, weil es kostet nicht so viel Energie. Also ich erzähle dann ja viel von mir, was ich so gemacht habe und gebe anderen so ein bisschen sind das die Skills, sagt man doch im Grunde so Skills, wie sie selber dann damit umgehen können. Ne? Ich check das dann ab, was dann los ist. Und wenn dann andere erzählen, ey Jens, gestern, ne, habe ich das dann gemacht, was du erzählt hast, ich habe das dann erkannt, und dann spricht man darüber. Und ich so, ja, yeah, check, richtig cool, hast du gut gemacht und so. Und dann sind beide glücklich. Und ich musste gar nicht viel tun. Und es ist nachhaltig vor allem auch. Deswegen liebe ich das Konzept ja auch so sehr. Weil wenn du es einmal gecheckt hast, dann gehst du damit durchs Leben. Also dann musst du nicht jedes Mal immer wieder daran denken, sondern es ist ein Automatismus, der nachher passiert. Dann ist es halt so viel hilfreicher, als wenn ich von außen, ne, sage, du brauchst aber jetzt das und dann ne, meine es besser zu wissen wie der andere und gar nicht den Prozess im Blick habe, ne, dass das Ganze ein Prozess ist und derjenige vielleicht hier ist und noch gar nicht bis dahin gucken kann und ihm dann eben die Verantwortung zu geben, wie schnell kommen wir denn dahin? Oder vielleicht geht es so hin oder erstmal oder da hoch, dass ich nicht das vorbestimme oder sage, so, du musst jetzt von da nach da, sondern eben mit der anderen Person in deren Geschwindigkeit einfach mitgehe. Ja, das ist Mitgehe, auch ein ne? wichtiger Eh nicht Punkt. Ja. schiebe, sondern okay, du gehst einen Schritt und ich gehe da Ganz nebenher. wichtiger Punkt, ja. Also das auch mal auszuhalten, dass Dinge nicht vorangehen, ne? Also das sage ich auch immer sehr gerne. So also aktive Inaktivität nenne ich das dann immer, dass man bewusst den Prozess auch mal ruhen lässt, wirken lässt bei dem anderen. Okay, was passiert denn? Jemanden auch mal nachdenken zu lassen, auch in einem Gespräch, das mal auszuhalten, dass mal 30 Sekunden Ruhe ist. Weil nicht jeder, das habe ich auch gerade in den letzten Wochen festgestellt, geht mit meiner Gedankengeschwindigkeit damit. Häufig nehme ich dem anderen auch in dem Moment die Möglichkeit, selber etwas zu dem Gespräch beizutragen, überhaupt darüber nachzudenken, weil es gar nicht so schnell geht. Weil das braucht eben auch Zeit, sowas aufzubauen. Bei mir geht das mittlerweile viel schneller als früher. Dadurch, dass ich nun auch schon so viel Podcasts aufgenommen habe, habe ich auch gelernt, während ich rede, zu denken. Das konnte ich wirklich früher nicht.
Ich musste zwischendurch immer sehr lange Gedankenpausen machen, um zu überlegen, wenn jemand anderes was gesagt hat, ja, was sage ich denn dazu gleich? Und das ist besser geworden. Also ich, in diesen Flow reinzukommen, in diesen Gesprächsflow zu kommen, ist bei mir mittlerweile sehr schnell geworden. Das war, und das muss ich mir aber auch wieder vor Augen führen und da mein Gegenüber auch sehen in dem Moment, dass der vielleicht auf einer ganz anderen Position, an einer ganz anderen Stelle im Leben ist, zum Beispiel. Und das hilft einem dabei, das zu reflektieren. Also auch da sind die Grundbedürfnisse sehr hilfreich, weil ich nicht nur mich, sondern auch mein Gegenüber dann mit einbeziehe. Genau, und dieses Reflektieren ist halt einfach auch so wichtig, Ja. ne? Also wie du schon sagst, wenn ich dann das nicht reflektiere und dem anderen vielleicht auch zu viel abnehme, dann nehme ich ihm ja auch die Kontrolle. Dann kann er ja überhaupt nicht glücklich sein, ne? Weil wenn ich Ja, jetzt zum Beispiel alles für stimmt. den Jugendlichen mache, weil ich denke, oh, der hat ja eh vielleicht so eine schlimme Vergangenheit oder das kann der gar nicht, dann nehme ich ihm das ja alles ab und nehme ihm ja auch die Kontrolle letztendlich. Das heißt, ich nehme ihm auch die Möglichkeit selber was zu erreichen und glücklich zu sein, sondern er wird dann fremdbestimmt, was sich ja nie gut anfühlt, letztendlich. Ja. Genau. Ja, wir haben gar Ja. nicht so, wie lange wollen wir denn eigentlich? Ich hab keine Uhr hier. Ich weiß nicht, wie lange wir Ja, schon ich würde sprechen. sagen, wir sind schon am Ende, um es jetzt nicht zu Ja. lange zu machen. Also Glück ist halt echt ein Thema, über das man ewig sprechen kann. Können wir Ja. fortsetzen am Mittwoch, wenn ihr in der Community seid? Wenn wir uns austauschen auf der Austauschplattform, dann könnte das ja ein Thema sein, über das wir weiter sprechen. Und wenn ihr noch nicht in der Community seid, also ihr könnt ja die Community einen Monat erstmal probelos Probelos kostenlos testen, also ausprobieren. Ja. Dazu kommen beim nächsten Podcast mit dabei sein und mich verbessern, zum Beispiel, wenn ich wieder Quatsch rede. Oder eure Gedanken reinschmeißen, ne? Also in dem Fall könntet ihr jetzt sagen, war für mich ist aber Glück das, für mich ist Glück das, oder und dann nehmen wir das direkt in dem Podcast mit auf. Genau. Wir können uns am Mittwoch darüber austauschen, wir können in der Fallbesprechung euren Fall besprechen. Genau. Ja. Ja, habe ich nichts hinzuzufügen. Perfekt. Schön. Ja. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir Genau. uns dann bald sehen, Dann. lesen oder wie auch immer. Und alle, Genau. die jetzt noch nicht dabei sind dann und den Podcast jetzt erst gehört haben, schöne Grüße und viel Spaß beim Ausprobieren und beim Abchecken eurer Grundbedürfnisse. Und wenn ihr da nicht weiterkommt, dann wisst ihr ja, an wen ihr euch wendet. Genau. Also, wir sehen Also, uns.